dritten Mal. Jesus stürzt. Warum er gestürzt ist, das wissen wir nicht. Wurde er gestoßen? Ist er gestolpert? Oder war ihm die Last des Kreuzes zu schwer? In drei der Evangelien ist nur überliefert, dass Simon von Kyrene herangezogen wurde, um Jesus zu helfen, das Kreuz zu tragen. Weshalb? Das wird nicht überliefert. Ist es wichtig zu wissen, ob Jesus und weshalb Jesus gestürzt bzw. gefallen ist? Ist es wichtig, dass man daran glaubt, dass Jesus auf dem Weg nach Golgatha gefallen ist? Das Ostergeschehen hält eine entscheidende Botschaft bereit. Wenn du fällst, selbst wenn es ein Fallen im Tod ist, Gott lässt dich am Ende nicht ins Nichts fallen. Der Tod ist nicht das Fallen ins unendliche Nichts. Das Leben ist es auch nicht. Gott fängt dich auf. Das hat er an Ostern bewiesen an seinem Sohn. Und so wie er seinen Sohn nicht hat ins Nichts fallen lassen, so lässt er auch uns alle nicht fallen. Weder im Leben noch im Tod. Er nimmt den Menschen vielmehr in seiner Hand auf. Das zu glauben.